Immer wenn ich so ein anderes Gefühl krieg, weiß ich, dass meine Lunge den Rauch fühlen will. Den Geschmack von vielen Fruchtsorten, von Apfel bis zu Banane oder ein Fruchtbonbon. Ich mach die Kohle an und mit der anderen Hand fühl ich Tabak in den Kopf rein. Und dann geht es weiter und ich füll Wasser hinein. Dichte alles ab, denn es soll perfekt sein. Und jetzt kommt der Schlauch. Hi Leute, hier ist mal wieder Gandur. Heute mit dem Janet El Favakeh Doppelapfel. Kommen wir gleich zum Schnitt. Wie ihr hier sehen könnt, ist ein schöner feiner Schnitt, schön feucht. Hier unten sind ein paar Äste drin. Das waren jetzt die etwas groberen, die anderen waren eigentlich relativ klein und die konnte man somit gut in den Kopf mit verbauen. Zum Geruch. Der, muss ich sagen, haut mich nicht so vom Hocker. Es ist ein sehr leichter Doppelapfelgeruch, so wie man ihn von Alfaka oder von Fakur kennt, von dem anislastigen Fakur, aber eben nur ganz zart, leicht und im Hintergrund. Also, nicht so die Bombe. Kommen wir zum Rauch. Also, der Rauch ist schon mal recht gut. Schöne dichte Rauchwolken zu meinem Setup. Ich rauche mit der Elmas 622 mit dem Standardkopf, halb gefüllt, drei Lagen Alu, überall Löcher und zwei Kokobrikos. Ich habe ein paar Eiswürfel bei der Hitze heute reingetan, um den Rauch noch besser zu kühlen. Kommen wir auch gleich mal zum Geschmack. Vielleicht doch mal den Mundschutz vertragen. Also der Geschmack überrascht mich jetzt. Erinnert mich sehr an den Fakur, den anislastigen Doppelapfel. Schön fruchtig mit einer doch recht starken Anisnote. Also von mir wirklich eine klare Kaufempfehlung. Halt nur für Doppelapfelfan, wer Anis nicht mag, sollte die Finger ganz verlassen. Ist ein schöner, erfrischender Sommerapfel. 10 von 10 Punkten von mir. Und ja, ist ein solider Tabak. Lässt sich gut rauchen. Ich war auch schon von dem Melone begeistert. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, ihr wundert euch sicherlich über mein Outfit. Ich habe mich heute sehr gefreut, dass die deutsche Nationalmannschaft, die argentinische, mit 4:0 aus dem Weltmeisterschaftsturnier rausgehauen hat. War ein toller Erfolg. Macht weiter so, Jungs. Ihr seid spitze. Und in diesem Sinne gibt es nichts weiter zu sagen. Bis dahin. Haut rein. Euer Gadur.